meiner Wohnung geworfen und ich versuche gerade Geld zusammenzubekommen für ein Bett. Ich habe nur 50. 50? Das ist zu viel. Das kann ich nicht. Ich kann's wechseln. Nein, 50 ist okay. Wenn ich dir 50 gebe, dann musst du auch was für mich tun. Ist das ein Style? Das sollte Richtung Rattenschwanz gehen. Du siehst wie ein anderer Mensch aus. Was hast du mit meiner Tochter angestellt? Sie getötet? Oh mein Gott. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich weiß nicht, ob du das gewohnheitsmäßig machst, Freundschaft zu schließen mit Mädchen, die viel jünger sind als du. Oh mein Gott! Mila ist total verrückt nach dem Jungen. Sie ist ein kluges Mädchen. Dieser Moses hat Probleme! Ich doch auch! Was glotzt ihr so? Verpisst euch! Moses? Oh Gott! Meine Haare sind ausgefallen. Sieht cool aus. Viel besser als der Haarschnitt, den ich dir verpasst habe. Ich mache alles, wirklich, wenn er nur bleiben kann. Er hat mich mit einer Fleischgabel bedroht. Du hast meine Frau mit der Fleischgabel bedroht? Ich will dich nicht verletzen. Dann lass es. Moses! Henry! Mila sollte die ganze Welt zu Füßen legen. Selbst jetzt habe ich keine Ahnung, was du fühlst. Ich kann überhaupt nichts fühlen, weil ich keine Luft bekomme. Du nimmst mir die ganze Luft weg. Ich finde, etwas in dir hat sich verändert. Begegnet bin, war es, als ob du vor nichts Angst hast. Ich glaube nicht, dass diese Welt so unheimlich irrsinnig ist, damit wir uns für eine Sache entscheiden. Ich glaube, wenn wir mit sowas anfangen, geht es nur noch ums Funktionieren und nicht mehr um die Schönheit. Das ist wirklich die schlimmste Art von Erziehung, die ich mir vorstellen kann.